Ja, es soll hier um den Zusammenhang zwischen Taylor-Reihe und McLaurin-Reihe gehen. Ich packe das natürlich unter die Playlist Taylor-Reihe, Taylor-Polynom, Taylor-Entwicklung, wo dann entsprechend auch geklärt ist, wann haben wir die Taylor-Reihe, wann haben wir nur ein Taylor-Polynom mit der Kombination aus einem Restglied. Hier jetzt, wie gesagt, der Spezialfall McLaurin-Reihe, was nichts anderes ist als eine Taylor-Reihe. F von x ist gleich. Also, das soll ein Summenzeichen sein, bisschen verunglückt. Fangen bei 0 an, gehen bis unendlich durch. Dann haben wir auch wirklich eine Reihe. 1 durch n Fakultät mal f, die n-te Ableitung von x0 mal x minus x0 hoch n. Wobei x0 die Entwicklungsstelle ist. Ne? Also kurz nur nochmal, wenn ihr eine typische trigonometrische Funktion habt und wollt die eben schreiben, wollt also nicht Sinus x oder Cosinus x haben oder was auch immer, sondern ihr wollt nur was mit Potenzen haben, mit x hoch 3 und x hoch 7 und so weiter und so fort. Dafür ist das ganze Gedöns ja da. Und wenn ihr jetzt die Entwicklungsstelle, den Spezialfall habt, was heißt Spezialfall? Bei 0, dann habt ihr ja nichts anderes als eine Taylor-Reihe mit der Entwicklungsstelle 0 und das ist dann entsprechend die McLaurin-Reihe. Doppelpunkt. Wo ich dann eben schreiben kann, durch bis unendlich, 1 durch n Fakultät und dann f n-te Ableitung, Entwicklungsstelle ist 0 und daher dann mal x minus und wenn x0 0 ist, bleibt nur x hoch n. Also, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Nichts Neues, nichts anderes, sondern die Taylor-Reihe mit dem Fall Entwicklungsstelle ist 0. Dann sprechen wir eben von der McLaurin-Reihe.